Die Standort-Marketing-Gesellschaft hatte zum Gmunder Unternehmerstammtisch geladen und 40 Interessierte nutzten die Gelegenheit zur Information und zum Gespräch. Alle zunächst mal recht herzlich begrüßen. Ich freue mich über die große Resonanz und möchte zunächst, bevor ich dann fortfahre, überleiten an Herrn Bürgermeister von Freising und ihn um ein kurzes Grußwort bitten. Ich freue mich, dass ihr oder Sie da seid, dass wir gemeinsam auf dem Ruhe haben, was die SMG so zu bieten hat für die Gewerbetreibenden im Landkreis. Und wichtig ist halt auch, wie man es bei uns dann weitermacht. Weil im Grund ist es ja so, wir haben von Einzelfirmen, von Freiberuflern über kleinere Betriebe, über Handwerksbetriebe, habe ich gesagt, unsere Tourismusbetriebe, Landwirte bis zur Industrie, haben wir alles bei uns da, also praktisch das ganze Spektrum, sodass das heute wieder so ein Anstoß sein soll, dass man das Ganze wieder aufnimmt. Schönen Dank, lieber Frosch, lieber Bürgermeister. Ich darf auch betonen, und das mache ich auch ehrlich, dass ich mich natürlich immer freue, wenn ein Bürgermeister und ein gesamter Gemeinderat sieht, dass Gewerbe im Ort nicht nur heißt Gewerbesteuer kassieren, sondern eben auch was tun fürs Gewerbe. Sowohl vom kleinen Dorfladen bis zum großen Projekt Kreuzstraße, vom Tourismus bis zum Handwerksbetrieb. Zu dem, was wir seitens der SMG machen, werde ich jetzt Ihnen das eine oder andere noch berichten. Hat aber auch weitere Aufgaben im Bereich Regionalmanagement und Preisentwicklung und im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und Qualifizierung von Arbeitskräften. Dass man dieses auch nach außen wahrnimmt, aber auch im Landkreis selbst weiß, dass hier auch Produktionsbetriebe sind. Die meisten kenne ich oder sehr viele kenne ich, aber natürlich muss ich sagen, nicht alle. Ja, schönen Dank und dann noch gute Gespräche. Einen schönen Abend. Die SMG und die Gmunder Unternehmer bedanken sich bei der gastgebenden Firma Stang in Moosrhein für einen gelungenen Abend.